Servus! So, ich bin jetzt hier gerade unterwegs und zwar ohne Patrick, ohne Adrian. Patrick hat mich in der Früh um 6 Uhr angeschrieben. Sein Trompetenkäfer hat ihm die ganze Nacht was vorgesungen und zwar flüssig. Bruh. Mit dem Adrian habe ich übers Wochenende gesprochen. Er meinte natürlich Sonntag, ich meinte Samstag. Hat halt auch nichts geklappt. Ich gehe jetzt zur Schöttelkarspitze rauf und von dort oben schaue ich mal, ob ich nochmal rüberkomme zur Säuern. Spitz. Es wird kein Trailrun heute, sondern eine ganz normale, zügige Bergwanderung. Bis jetzt geht es auch nur eine Forststraße entlang. Aber, wie man hier vorne sieht, genau, und dann geht es rechts Richtung Mittenwald, der Rheineralm, Aschauer, schießt mich toll. Oh, Säuernspitze. Könnte man aber auch geradeaus gehen. Meine Uhr will aber da lang. Dann will ich das jetzt auch. Weil ich bin ja da in der Richtung auch schon mal gegangen. Ja, ich kann mich erinnern, weil hier an der Brücke ging es dann hier links, als ich zum Seinskopf rauf wollte, bin ich hier unten auch schon entlang gelaufen. Das Schöne am Altwerden ist, dass man viele Sachen vergisst und einfach wieder bekannte Sachen, die man schon gegangen ist, einfach wieder als Neues entdecken kann. Ab 45 geht's los. Gut, ich habe gerade festgestellt, dass ich langsam gar nicht mehr im Berg rauf gehen kann. Das ist zu langweilig. Irgendwas trainieren muss man ja trotzdem. Darum wird das jetzt auch ein Geschnaufe. Aber es macht Spaß. Obacht geben immer mit dem Laub. Das habe ich schon beim Trailrun gemerkt. Bergab ist es dann blöd und du siehst die Steine drunter nicht mehr. Eine Forststraße. Von vorne geht es dann irgendwann links rauf. Richtung Seinskopf. Und dann hier ist eigentlich schon angeschrieben. Felderner Kreuz, Säuernhaus, Säuernspitze. Kann man hier schon raufgehen. Kannst du machen, weil da gehst du auch über den Seinskopf und einen Lausberg. Vorne sind es ein paar hundert Meter weiter vorne, geht es auch links rauf. Und dann kommst du einfach unterhalb vom Seinsberg. So, finally. Jetzt gibt es so einen ganz kleinen Abzweiger hier links rauf. Oben sieht man schon so eine kleine Hütte. Und da steht es auch. Säuernspitz, Schöttelkarspitz, Säuernhaus. Und da gehen wir lang. Jetzt ist es ein wunderschöner breiter Weg. Wird noch eine Gaudi darauf zu gehen. Hier mal ausgewaschenen Flussbett überqueren. Und damit haben wir immer auf Fetzen gehabt. Steil ist geil. Man könnte es ja auch langsamer machen. Warum nicht schnell? Weil ich es kann. Okay, dann halten wir es oben nochmal. Eine geile Stimmung. Da drüben sieht man nochmal, wo es jetzt ungefähr dann rauf geht. Und auf der anderen Seite da. Boah. Geil. Weil halt die Sonne noch nicht so reinballert, dann ist es ein bisschen dusig. Hier kann man nochmal schön runterschauen. Da guckt man her und da oben auf ist nicht mehr viel, aber steil. So, jetzt bin ich eine Stunde 22 unterwegs. Knapp 5,2 Kilometer bin hier in dieser Senke drin. Ab hier wird es, glaube ich, wieder schön steil. Das war die Schottergaudi, die ich in Erinnerung habe. Es ist halt nur ein ausgewaschener Weg. Da drüben, ach du Scheiße. Eine Karawane, dass ich heute nicht alleine bin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sieht, wie steil das ist. Und dann kommt man hier raus. Uppala. Da rechts wäre es vom Seinskopf gekommen. Und hier links lang gehen wir Richtung Säuernspitze, Schöttelkarspitze. Das ist schon sehr schön. Wunderschön. Von da drüben kommt man, da geht man runter. Da drüben ist auch das Schild, Schöttelkarspitze, Säuernhaus. Da drüben schaut es schier aus. Ist eine schöne Tour da runter. Das wird der Gau. Ist noch ein bisschen schwierig und mit Fels anfassen. Mir. Guck mal, Obi. Vor mir geht es hier rauf. Also, ich glaube, das Einzige, auf das man aufpassen muss, ist halt der Schruder. Also, das ist echt wunderschön. Die Säuerngruppe hier mit dem Säuernsee da unten drin.
Da drüben die Säuernspitze. Und dann fetzen wir rüber zur Säuernspitze. Und da geht es dann auch Obi und auf dem schönen Forstweg wieder zurück. Da ist sie. Da sieht man nochmal den See. Die Säuernspitze drüben. Genau. Und dann halt meinen Weg noch rüber. Da freue ich mich jetzt drauf. Oben hoffentlich am Grat entlang. Das wird jetzt der Gaudi. Dann will ich hier auch gar nicht so lang an der Spitze zurück. Das ist eigentlich derselbe Weg dann. Weil man muss ja hier mitten im Wald, im Grün, Ochsenalm, Seinskopf wieder rüberlatschen. Dort, wo man dann bei dem Einstieg war. Da in diesem Spalt hinten runter, da kommt man von der Schöttelkarspitze. Und dann geht es hier schön rüber weiter Richtung Säuernspitze. Hier ist echt schudrig, bröselig. Diesen schönen Ausblick zur Schöttelkarspitze sollte man sich nicht entgehen lassen. Auf jeden Fall würde man sagen T2. Ja, okay. Jetzt T3, weil so ganz eben ist es halt nicht. Es ist, geht so eben voran und da kann man es doch mal ein bisschen laufen lassen, oder? Macht doch mehr Spaß, als wie hier zu entlang zu sappeln. Es geht ja nicht einen Berg hoch, sondern einfach nur wunderschön geradeaus. Und warum kann man es da nicht so ein bisschen laufen lassen? Nicht viel, sondern nur ein bisschen. Nicht, dass es gerade anstrengend wäre oder so. Weil der Weg ja der richtige ist. Nur es würde noch einen oben entlang geben. Da auf dem Weg oben. Dass man auf dem Grat geht. Und das lasse ich halt jetzt aus. Das ist der Feldernkopf oben. Ich gehe einfach unten entlang. Aber treffe dann eh wieder auf dem Weg. Diesmal habe ich mein Magnesium dabei. Und zwar, das sind so kleine Magnesiumteile. Ich weiß gar nicht, wie viele Milligramm da drin sind. Da ist halt was drin. Magnesium, Zitronengeschmack und dann. Schmeckt super, weil es voll frisch nach Zitrone schmeckt und voll gut tut. Oh. Ich kann nur sagen, es ist schön hier. Es ist auch nicht wirklich kalt, weil ja die Sonne scheint, aber es geht halt ein frischer Wind, der ist halt nicht mehr warm. Also das hier erinnert mich so ein bisschen an die Dolomiten, aber nur ein bisschen. Schon. Ja, das Ziel sieht man schon mal, aber wie es halt immer so ist, du gehst um eine Kurve rum. Und dann, ah ja, noch so weit. Jetzt sieht man das Gipfelkreuz. Und ist es jetzt auch nicht mehr weit. Sonne scheint, es ist nicht zu heiß. Frischer Wind geht. Und was will man mehr? Ne? Ich meine, ich finde es ja in Ordnung. Alles auf der Stange ist doch geil. Aber hier drauf, das ist Schwachsinn. Das braucht keiner. Weil die Schilder sind echt wichtig. Anstieg, das wird jetzt auch nochmal eine schöne Gaudi. Macht Spaß, also wirklich. Auch oben entlang hätte gehen können am Grat, glaube ich. Ah ja, wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier entlang gehe. Der letzte Anstieg. Jetzt muss da oben gleich das Kreuz kommen. Gipfelkreuz. Jetzt geht's auch schon wieder Obi. Ja, bis jetzt echt schön auch der Abstieg. Finde ich toll. Könnte man ja auch als Aufstieg nehmen.
Genau. Und meine Uhr sagt auch irgendwie hier so darüber. Ja, Weltklasse. Gerade im Moment, wo ich die Kamera weggepackt habe, bin ich wieder auf so einen schiefen Stein drauf. Das ist halt das Problem beim Trailrun und bin so dermaßen mit dem rechten Fuß umgeschnackelt. Habe ich mir gedacht so, hoppala, jetzt könnte was kaputt sein. Das ist inklusive Schlammbad. Nur so gesehen, das ist ja eigentlich eine gute Sache, es ist halt irgendwas zu finden, wo du ihn schnell kühlen kannst, dass den in so einem Bach rennt. Boah, das ist echt kalt. Falls was sein sollte, aber ich glaube es nicht. Aber es war echt schon heftig. Jetzt sind es nur noch Forststraße raus. 5 Kilometer, glaube ich. Schauen wir mal. Aber ich werde jetzt auch nicht mehr irgendwie was anderes machen, so abseits der Straße. Weil ich will schon am Dienstag auf die Zugspitze rauf. Den Trailrun machen. Laufen ging dann doch nicht so. Ne, hat angefangen, dann nach einer Zeit zum Zwicken. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie eine Skala von 1 bis 10 wäre ich bei 3, was eigentlich zu vernachlässigen ist. Du weißt ja nie, was dann kommt. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass man halt weiß, ich bin ja umgeschnackelt und darum solltest du jegliche zusätzliche Belastung dann vermeiden. Ja gut, also so schaut's aus. Scheiße natürlich. Naja, die Sau ist am Abend dann schon nochmal angeschwollen. Und in der Früh sah es dann ganz anders aus, weil da waren nämlich rot und richtig dick. Aber das Gute an der ganzen Geschichte ist eher das gewesen, dass es weniger druckempfindlich ist, also gar nicht. Ich war beim Arzt, hab's röntgen lassen, da sah es auch ganz gut aus, also es ist nichts gebrochen. Und wie gesagt, der Arzt hat drauf rumgeklopft wie ein Weltmeister und es tut nicht weh. Ich glaube oder wir hoffen, dass es nur eine Zerrung ist und kein Bänderriss. Dann mache ich halt lieber jetzt schon mal die Zusammenfassung, dann brauche ich es im Auto nicht mehr machen. Mal allgemein eine wunderschöne Tour. Ich würde dir fast sogar sagen, jetzt nicht über den Weg rauf, den ich gegangen bin, sondern halt die Fresse, sondern ein Stück weiter vorne über den Seinskopf rauf, weil dann bist du oben, hast du mehr Gratwanderung sozusagen. Mein Tipp noch dazu ist, orientiere dich ein bisschen mehr, wenn du schon oben bist, mehr am Grat. Hol ab und zu mal die App raus von AutoActive, um zu sehen, ob du auch wirklich über den Grat drüber gehen kannst. Easy für Geübte. Oh, der Trompetenkäfer, oh, kommt auch. Die Strecke runter, genial, wirklich geil. Aber es liegen halt sau viel Steine drin, wirklich, also große. Es sind ja nicht kleine gewesen, sondern richtig große. Aber halt jetzt beim Runterlaufen musst du höllisch aufpassen, dass du nicht blöd auf den Stein aufkommst, so wie ich jetzt. Ansonsten sage ich mal wieder, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hier unten, wenn dieser Button da unten noch rot ist, dann hast du den Kanal nicht abonniert, dann drück da mal schnell drauf, weil dann kriegst du immer wieder neue Infos über Bergtouren, über Trailrun, Schneeschuhwanderungen sehen, Skitouren sehen und vielleicht noch irgendeinen Verrückten, der im Schnee Trailrunning macht oder sowas. Hier gibt es nonstop 12 Monate am Jahr Bergsport. Und einen ganz großen Gefallen, den du mir machst, ist, wenn du das Video kommentierst und likest. Kommentare sind einfach dafür da, für die Community. Da kann man sich austauschen. Und natürlich, du supportest mich als Content Creator. Schreib irgendwas rein. Bis dann. Ciao.